976. Ich habe es mal als Kurzvlog ausgeschrieben in der Überschrift, ob es ein Kurzvlog wird oder nicht. Das wird sich zeigen, denn ich habe doch ein paar mehr Nachrichten als eigentlich für Kurzvlogs hier vorgesehen. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Bevor wir loslegen, gibt es erstmal einen Rundumblick in der Redaktion, denn wir sind tatsächlich vollzählig anwesend. Hinter mir ist der Außendienstmitarbeiter, der Rex. Neben mir sitzt der Fladikant und vor mir schleicht hier Jünskaja. Also ihr seht, es sind wirklich alle am Start, die dazugehören. Juna inspiziert den Hocker, wo der Rexi vorhin sich rangelehnt hatte. Das riecht nach dem Rexi, da muss die Chefin natürlich schauen, ob alles gut ist. Fladdy beobachtet seinen neuen besten Freund und der kommt gerade von einer kleinen Pipi-Runde. Wir waren nämlich eine kleine Runde Gassi vor dem Vlog, damit er sich jetzt nicht wieder im Studio entleert und auch nicht das Klopapier massakriert. Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass er jetzt ein bisschen müde ist, weil er ja wieder viel draußen erkundet hat. Aber ja, offensichtlich ist der Standby-Modus jetzt gerade mal abgeschaltet. Den ganzen Nachmittag hat er gepennt. Da musste ich den Hund zur Tür tragen, damit er mit mir Gassi geht. Der wollte nämlich nicht mit rauskommen. Ich habe die Leine genommen und das Halsband. Und was macht er? Rauscht mit Vollspeed ins Schlafzimmer und schmeißt sich ins Bett und dann kriecht er unter die Bettdecke. Also von wegen eine super aktive Rasse, die immer arbeiten wollen. Es war wahnsinnig schwer, den Rexi heute den Tag über gut, war relativ kalt, gab Schneeregen. Es war super schwer, den Rexi den Tag über zum Rausgehen zu motivieren. Der hat sich immer ins Bett geflüchtet. Ja, Fladdy? Aber jetzt wollen wir nicht schon wieder über die Redaktionsbesetzung reden, Herr Aufrex. Jetzt wollen wir erstmal die Nachrichten anschauen. Sofern mich der Außendienstmitarbeiter lässt, die positionieren sich nämlich gerade alle. Aber gut, genügend Begrüßung. Ihr seht, es ist alles perfekt in der Redaktion. Ich bin wirklich erstaunt, wie brav dieser Hund ist. Ich habe es ja heute Morgen schon gesehen. Ich habe dieses kleine Video, oder heute Vormittag war es ja, ich habe das kleine Video aufgenommen, wie Rexi und Fladdy gespielt haben. Denn da haben sich zwei gefunden. Juna spielt ja nicht mit Fladdy, das ist ja das Problem. Aber der Rexi spielt mit Fladdy. Die kanteln sich, also so freundschaftlich natürlich. Der Fladdy motiviert den Rexi und umgedreht. Die sind offensichtlich auf einer Wellenlinie unterwegs. Ist für Juna ziemlich gut. Die wird nämlich dadurch vom Fladdy in Ruhe gelassen. Die kann sich das Ganze als übergeordnete Instanz von außen anschauen. Aber jetzt ist die Redaktion definitiv besetzt. Jetzt sind alle Stellen voll. Noch mehr ziehen nicht ein in die Redaktion Jünskaja. So, jetzt aber erstmal zur Berichterstattung aus Absurdistan, denn wir starten mal mit etwas Lustigem. Vermeldet hat heute unter anderem, ich glaube, das RBB-Inforadio war es. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Radiosender. Ich habe heute ein bisschen durchgescrollt. Aber heute wurde im Radio vermeldet, dass ja nun der Kobold auf seiner ersten Außentour ist. Der Kobold ist ja nun der neue Außenminister. Rexi, du lässt das bitte? Nein, Rex. Nein. Dein Spielplatz ist oben. Der Kobold ist auf seiner ersten Tour international unterwegs. Blamiert uns offensichtlich, aber immerhin haben uns die Franzosen noch nicht im Krieg erklärt. Denn der Kobold ist kurzerhand nach Paris geflogen, komischerweise. Und das ist jetzt tatsächlich merkwürdig. Hat der Kobold uns nicht erzählen wollen? Fliegen, how dare you? Und es muss verboten werden, Kurzstreckenflüge und sowas? Ja, da sieht man mal, wie lang die Halbwertszeit der Aussagen der Grünlinge ist, wenn es dann sie selbst betrifft. Ja, es wurde ja argumentiert, sie hatte ja wichtige Gründe. Sie hatte gute Gründe zu fliegen. Also soweit ich weiß, gibt es eine 1A Zugverbindung nach Paris. Das ist überhaupt kein Problem. Dauert 10 Stunden oder sowas. Also das ist durchaus machbar. In der Zeit hätte sie ja arbeiten können. Hat auch sicher viel zu tun als Ministerin. Aber klar, mit einem Privatflieger ist es natürlich deutlich angenehmer, wenn man kurzerhand von Berlin nach Paris rüberfliegt. Ist dann eben nur ein klein wenig verheuchelt, ein klein wenig verlogen, wenn man es allen anderen verbieten will. Denn alle anderen haben in der Regel auch gute Gründe, warum sie fliegen. Jetzt zu erzählen, sie hätte ja gute Gründe, sie ist ja ach so wichtig. Also es gibt tausende Menschen auf diesem Planeten, in diesem Land, die sind deutlich wichtiger als der Kobold. Die haben deutlich wichtigere Termine, als da irgendwo in die Kameras zu grinsen. Denen will sie es Fliegen aber verbieten. Sie aber natürlich per Privatflieger. Ja, Chapeau! Ich bin gespannt, was die Grünlinge dazu sagen. Denn das klang im Wahlkampf ja noch völlig anders. Naja, so viel kann man auf deren Aussagen geben. Natürlich, der gemeine Pöbel soll gefälligst Lastenrad fahren und der Grünling aus der ersten Reihe, der fliegt Privatflieger. Aber man hat ja versucht, gegenzusteuern. Man hat ja den Özdemir mit dem Fahrrad in den Bundestag gurken lassen. Ach so, und das soll jetzt die Entschuldigung dafür sein? War das so vorgesehen, dass man den Özdemir da medienwirksam mit dem Fahrrad lostuckern lässt, damit da ein paar schöne Bilder in der Zeitung pranken? Damit man im Zweifel immer noch sagen kann, ja, Moment,
Wir sind doch ach so grün. Schaut mal, unser Özdemir. Ja, ja, und der kleine Kobold, der kann ja nichts dafür. Das ging ja nicht anders. Sollte das so eine Schiene werden, hat nicht funktioniert. Also, es ist extrem peinlich. Naja, lassen wir den Kobold mal Kobold sein. Kommen wir zur nächsten Meldung. Rexy, es wäre schön, wenn du jetzt nicht im Studio pisst. Wir waren gerade draußen und du hast gepullert. Du schnupperst nämlich schon wieder so rum. Also, eigentlich kann er jetzt nicht müssen. Ich bin extra vorher nochmal gegangen. Und er weiß mittlerweile auch, dass man draußen pullern soll und nicht in der Wohnung. Das hat er so einigermaßen schon verinnerlicht. Ist eh ein kleiner Streber. Der bietet von sich aus Sitz und Fuß an. Also, er kennt natürlich die Kommandos nicht, aber wenn wir an der Straße irgendwo warten, dann sitzt der 1A. Und, ja, Fuß mal rechts, mal links, aber er geht einen super Fuß ohne Kommando. Er weiß halt nur nicht, auf welcher Seite. Also, offenbar lernt er relativ schnell. Ich habe also noch die Hoffnung, dass er ein sehr, sehr fähiger Außendienstmitarbeiter wird, wenn er dann älter ist. Noch ist er halt klein. Morgen kommen noch einige Spielsachen für ihn an. Ich habe ein paar Sachen bestellt, noch ein Geschirr zum Autofahren, eine etwas längere Leine. Die Schleppleine kam heute schon. Dann habe ich ihm noch ein riesen Kilo Welpenfutter bestellt. Und er kriegt noch ein, ja, kein Klopapier. Jetzt kaut er gerade auf einem Blatt Klopapier. Er kriegt so ein Ziehspielzeug, so ein Seilding zum drauf rumkauen. Das kommt aber leider alles erst morgen. Deswegen muss er sich jetzt mit Klopapier begnügen. Er hat ja oben seine Spielsachen, die hat er natürlich nicht mit runtergebracht. Naja, vielleicht kaut er lieber auf Seil als auf seinem Gummispielding. Jetzt schreibt jemand, er ist auch älter als ich glaube. Na, also das Geburtsdatum steht ja im Impfpass. Also er ist Anfang September geboren. Der ist jetzt 3 Monate alt. Der ist schon so alt, wie er mir gegeben wurde. Ich habe ja auch die Geschwister dazu gesehen, das passt schon. Also er ist definitiv noch ein kleiner Mali nur. Ich habe auch die Eltern gesehen, also wie gesagt, die haben mir ja nicht einen Hund verkauft, der schon 3 Jahre älter ist. Und ja, er ist natürlich, er hat auch schon seine Grundsachen da bekommen. Er ist schon entwurmt, er hat diese Welpenimpfung hat er schon. Er braucht noch das Tollwutzeug und einen blauen Pass zum Verreisen, aber das kriegt er alles. So, jetzt nächste Meldung. Schauen wir mal zum eigentlich großen Tagesthema, weil das ja eigentlich ein Kurzvlog werden soll. Mal schauen. Die Weltzeitung hat mitgeteilt, dass die nächste Verschwörungstheorie wahr geworden ist. Und wer hätte das nur ahnen können? Ja, worum geht's diesmal? Lauter Damus hat das gesagt, was unter anderem ich, aber auch Olli und eigentlich alle anderen schon vor Monaten rauf und runter gepredigt haben. Es wird nicht allzu lange dauern, bis zur vollständigen heiligen Kuh auch die dritte Kuh gehört. Bis zur vollständigen Herde 3 Kühe adoptiert werden mussten, damit man seinen Doppeldödel-Nachweis kriegt. Das ist zwar noch nicht in Gesetzesform gegossen, das muss man dazu sagen, das muss noch durchgepeitscht werden, aber Lauter Damus hat groß angekündigt, dass die heilige Kuh nun erst nach der dritten Portion vollständig ist. So, und wie lange bleibt das so? Wir können ja Wetten annehmen, wir wetten um Klopapier. Ja, wenn der Rex es nicht vorher auffrisst. Wir wetten um Klopapier, wie lange es dauert, bis die heilige Kuhherde dann erst nach der 4. Kuh vollständig ist. Was dafür spricht, dass es demnächst noch deutlich, deutlich mehr heilige Kühe geben wird. Ich meine, das wissen wir ja eh schon, das ist ja klar. Alleine die Tatsache, dass die Firma ab Mitte 22 erst ein riesen neues Werk hochzieht. Logisch, dass sie da auch einen Kundenstamm vorher hier klar gemacht haben. Dazu kommt noch, dass hier jetzt schon rumgejammert wird wegen der neuen Tante. Und da passt ja jetzt die Firma schon an. Aber angeblich funktioniert ja die alte heilige Kuh auch noch. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite erzählen sie, ja, Die heilige Kuh, die hilft gegen die neue Supertante. Auf der anderen Seite kündigen sie an, ja, wir sind schon dabei, eine neue heilige Kuh zu entwickeln. Ja, was denn nun? Also entscheidet euch doch bitte. Aber bedeutet, sie wollen die Leute nun dazu nötigen, erst 2 heilige Kühe zu adoptieren, dann die dritte dazu, damit sie ihren Doppeldödel-Status bekommen. Und wenn dann die neue heilige Kuh entwickelt ist, dann kommt die 4. heilige Kuh. So, und da hat der Kurier was Schönes rausgehauen, denn die EMA hat mitgeteilt, dass die 3. heilige Kuh doch künftig deutlich eher konsumiert werden soll. So, bisher ist es ja so, dass die offizielle Empfehlung, wenn man diesen Irrsinn sich überhaupt antun möchte, dass die offizielle Empfehlung lautet, dass man die 3. heilige Kuh 6 Monate nach der 2. heiligen Kuh konsumieren soll. In Absurdistan gibt es mittlerweile auch schon Stellen, da kriegt man die 3. heilige Kuh nach 5 Monaten bereits. Und nun teilt die EMA mit, das ist doch künftig nach 3 Monaten soweit sein soll. Bedeutet also, wenn man 2 heilige Kühe adoptiert hat im Abstand von 6 oder 4 oder wie auch immer wie vielen Wochen, dann kriegt man 1/4 Jahr später direkt die nächste Kuh aufgezwungen. Und dann kann man davon ausgehen, da kommt ja noch die neue Tantenkuh dazu und so weiter und so fort. Irgendwann ist der Stall halt einfach voll. So, das ist die Aussage der EMA. Ja? In Absurdistan gibt es dafür aktuell noch keine Empfehlung, muss man dazu sagen, aber ihr wisst ja, wie schnell die ständige Sumpfkommission kippt. Sind sie auch jetzt wieder? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, wo ich es gelesen habe, weil das nicht zum Themenzettel gehört. Aber ich glaube, es war bei der Berliner Zeitung, da wurde groß mitgeteilt, die ständige Sumpfkommission ist einmal mehr gekippt, wenn es um die
Also irgendwie bevorzugst du das teure Klopapier, kann das sein? Schaut euch das mal an, wieder das 50-Euro-Klopapier. Also es hat natürlich kein 50 Euro gekostet, aber das mit den 50-Euro-Scheinen, das scheint ihm am meisten Spaß zu machen. Die normale Klorolle, die hat er fast links liegen lassen. Naja, wenn es ihm Freude bereitet und keine Sorge, der Hund hat definitiv keinen Hunger. Der hat nämlich auch vor einer halben Stunde erst gefressen. Das ist gerade reines, er findet das irgendwie lustig, am Klopapier rumzubeißen. Naja, Fladdy zuckelt ja auch am Klopapier. Dann lassen wir die Klopapierpiraten sein. Eigentlich hat er heute schon genug getan, weil gerade meinte, er muss was tun. Er hat den ganzen Tag getan. Wir waren heute bestimmt schon 7-mal draußen, eine davon eine große Runde. Hat andere Hunde gesehen, da ist er noch sehr, sehr schüchtern. Da hat er so ein bisschen, traut er sich nicht so richtig ran. Hat viele neue Orte gesehen, hat LKW beobachtet. Also eigentlich dürfte er kopfmäßig fast schon zu viel heute gemacht haben. Jetzt kann er mal ein bisschen sich entspannen und, na gut, er hat auch einen halben Tag gepennt. Aber jetzt kann er sich mit dem Klopapier begnügen. Der hat definitiv heute genügend Abenteuer erlebt. Morgen fahren wir wieder zusammen Auto, da erlebt er auch wieder was. Ist ja halt noch ein Welpe, der kann ja noch nicht viel machen, der kann auch nicht richtig arbeiten. Ich habe immer mal beim Gassi gehen so angefangen, einen Sitz abzufragen, weil er das sowieso anbietet. Ihn dann halt mit Streicheln und motivieren belobt. Das hat gut funktioniert, aber so richtige Übungen machen mit einem 3 Monate alten Hund, das hält ja 5 Minuten durch, dann ist die Konzentration weg, das bringt noch nichts. Deswegen müssen wir mal schauen, wann er richtig arbeiten kann. So ein paar kleine Sachen machen wir nebenbei immer. So, aber wieder zurück zu den Nachrichten. Erlaubst du uns das, Rexe? Du verwüstest hier das Studio, das ist eigentlich Fladdys Aufgabe, ne? Nee. Du hast deine Rolle. Lässt bitte die anderen Rollen in Ruhe. Du kannst dich auch einfach wieder mit hinlegen und schlafen. Was hältst du denn davon? Vorhin wolltest du nicht aufstehen. Ja, vor der letzten Runde, wir sind um kurz nach 8 rausgegangen. Man muss sich den Rex wirklich aus dem Bett raustragen, damit er mitkommt. Der ist nicht aufgestanden. Der hat sich im Bett versteckt, den Pfote über den Kopf und wollte nicht. Ey, auf Bildern kommen wir nicht rum. Nein. So, aber jetzt machen wir weiter. Wir wissen nun also, die heilige Kuhherde ist erst vollständig mit 3 Kühen und die Abstände bis zur dritten Kuh verkürzen sich auf 3 Monate statt 6 Monate. Aber auch das ist noch nicht alles, denn ja, die ständige Sumpfkommission ist nun gekippt, was die kleinen Kinder angeht, zwischen 5 und 11 Jahren. Die sollen nämlich künftig durchaus die Empfehlung soll kommen, die wird kommen, wenn die Kinder vorerkrankt sind. Das kann nur alles oder nichts heißen, das war ja die gleiche Schäse, die sie bisher bei den Teenagern abgezogen haben. Bis dann die Politik noch ein bisschen mehr Druck gemacht hat, dann ist die ständige Sumpfkommission ganz schnell wieder gekippt, dann haben sie es plötzlich dann doch für alle Teenager rausgehauen. Ja, war ja so die Ausrede, das müsste dann im Einzelfall abgesprochen werden, aber jetzt wirbt die Kalaiki dafür, dass man die Kinder doch in Schulen mit der heiligen Kuh zwangsbeglücken soll, also herzlichen Glückwunsch. Also gut, zwangsbeglücken hat sie nun noch nicht gesagt, aber das impliziert das eben, wenn man die Kinder in Schulen sumpfen will, hat man exorbitanten sozialen Druck. Er wird sich eine sehr, sehr gruppenorientiertes Kind wahrscheinlich 3-mal überlegen, ob es den Mut hat, ob es sich traut, da Kontra zu geben und zu sagen, nee, als Einziger aus der Klasse möchte ich keine dritte oder möchte ich keine heilige Kuh. So, wir sehen also, mit wirklich rationalem Nachdenken hat das alles nicht mehr ganz so viel zu tun. Und auch die GEW, die Gewerkschaft der Lehrer und Erzieher, selbst die geben endlich mal ein bisschen Kontra und teilen mit, das sollten die Familien durchaus in Ruhe zu Hause entscheiden. So, es gibt aber auch etwas Hoffnung am Medienhimmel, denn der European hat einen relativ umfangreichen, aber sehr guten Artikel veröffentlicht, allerdings mal wieder hinter einer Paywall. Also komischerweise sind immer die kritischen Sachen hinter einer Paywall versteckt, immer für die kritischen Berichte muss man Geld zahlen. Die Panikpropaganda gibt es kostenlos, lässt auch immer tief blicken. Aber die haben einen Artikel rausgebracht, da lohnt es sich auch mal den ersten Teil zu lesen. Man findet meistens da Abzüge, dann, die man anderweitig lesen kann vom gleichen Artikel, die woanders hochgeladen werden, müsst ihr euch mal ein bisschen durchgoogeln. Kriegt da aber hin. Der Artikel hat einen ziemlich sperrigen Namen, klingt auch relativ hochtrabend, aber der Inhalt ist echt gut. Denn ja, der Titel ist Gottloses Weihnachtstheater, das böse Schauspiel der unchristlichen Gnadenlosen. Klingt für mich jetzt sehr nach religiösem Kram, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass offensichtlich nun auf Teufel komm raus mit einer widerwärtigsten Masche essentiellste Grundrechte dauerhaft ausgehebelt werden sollen. Und das ist durchaus auch lesbar in dem Teil des Artikels, der offen zugänglich ist. Lasst euch da nicht von der Überschrift abschrecken, das klingt sehr, sehr seltsam, aber der Artikel lohnt sich, da doch mal einen Blick drauf zu werfen. Denn sowas liest man ja selten. Da wurde unter anderem auch thematisiert, dass es nun wirklich absolut unwürdig ist, dass jetzt nach fast 2 Jahren der Bundestag nochmal schnell abnicken darf, was eben jener Elfenbeinturm sowieso seit Monaten forciert hat, seit Monaten so haben wollte. Fladdy, lässt du jetzt mal das Klopapier? Ah, du bist ja gar nicht Fladd, Rexi. Rex,
Sitz. Rexi, komm hier. Sitz, Rexi. Feiner Junge, klasse. Und bleib hier. Ja, nicht schlappern. So, kriegen wir es hin, das Studio nicht zu verwüsten. Fladdy schmeißt die Bücher raus, Rexi sortiert das Klopapier, also ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Wir haben ja schon einen Fladdy-Kanten, der für das Randalieren zuständig ist. Der liegt übrigens auch hier und ist die ganze Zeit mit am Start und wird jetzt vom Rex gerade abgeschleckt. Naja, nächste Meldung geht einmal mehr in Richtung moderne Hexenjagd. Denn das RND hat mitgeteilt, dass es nun nach der, ich glaube, Meichberger war es, Sendung vom Mittwochabend, einen weiteren Feldzug gegen einen ehemaligen, fast schon Heiligen der Zeugen es gibt. Denn der Herr Schmidt, Chanasset, spricht man es, glaube ich, aus, der hat was ganz, ganz Böses gesagt bei Meichberger. Unter anderem ging es da mal wieder darum, heilige Kuh, Zwang oder nicht Zwang. Da ist er jetzt in dem Statement zwar nicht drauf eingegangen, aber die Twitter-Entourage, die wütet. Es gibt eine massive Hetzkampagne gegen den Herrn Schmidt, Chanasset, auf Twitter. Jetzt stellt sich die Frage, warum, was hat er diesmal gemacht? Naja, er hat eigentlich nur das gesagt, was ohnehin jeder weiß, der nicht auf Rex, der nicht ganz, ganz dämlich ist, nämlich, dass die heiligen Maulkörbe mit dem gewissen Merkmal für Arbeitsschutz, zu Arbeitsschutzmaßnahmen, dass die in der Gesellschaft, in der Bevölkerung nichts zu suchen haben. Er kritisiert also ganz öffentlich die heiligen Maulkörbe. Und jetzt nicht die, die man sich irgendwo selbst strickt, sondern die mit dem gewissen Merkmal. Ihr wisst alle, was ich meine. Ich weiß nicht, ob man das noch offen kritisieren darf, deswegen deute ich das mal nur an. Und er sagt ganz klar, dass sowas eben nichts in der normalen Bevölkerung zu suchen hat, weil die normale Bevölkerung dafür in keinster Weise geschult ist. So, die Anwendung ist im normalen Alltag, das könnte man vergessen, das ist Blödsinn. Die Dinger brauchen eigentlich eine arbeitssicherheitstechnische Unterweisung. Also wer so ein Ding auf der Arbeit tragen muss, der muss da geschult für werden. Dem muss da erklärt werden, wie das funktioniert. Das muss richtig passen, damit es überhaupt irgendeinen Effekt hat. Das, was wir in Absurdistan erleben, ist reiner ideologischer Wahn. Man stellt sich hin, will den Kram auf Biegen und Brechen verticken. Man hat ja die Lager voll gemacht mit dem Müll und das muss jetzt halt einfach raus. Ja, ist halt eigentlich für die Baustelle vorgesehen. Er hat das noch ein bisschen eingegrenzt, beispielsweise im medizinischen Bereich. Da wäre das ja okay. Die Mitarbeiter, die wissen in aller Regel, wie man mit sowas umgeht. Aber normale Menschen, vor allem auch Kinder im Alltag, das ist völlig hirnverbrannt. Und gerade bei Kindern passt der Scheiß sowieso hinten und vorne nicht. So, genau das hat der Herr Schmidt-Chanasset gesagt in der Fernsehsendung, dass die heiligen Maulkörbe da, danke Dieter für den Link, nichts verloren haben. Und nun wütet der Twitter-Mob und sieht schon seine heiligen Maulkörbe gefährdet. Also ich weiß nicht so richtig, was die Leute für ein Problem haben. Es zwingt sie doch keiner, den Maulkorb nicht aufzusetzen. Also die können doch trotzdem mit dem Maulkorb rumlaufen. Aber das ist fast schon so der heilige Gral für diese Leute. Wenn man es kritisiert, dann how dare you. Ich muss mal kurz einen Schwenker machen, denn schaut mal, hier ist so ein bisschen Spielzeit losgebrochen. Das war jetzt übrigens der Kleine, der den Großen animiert hat. Ihr habt es ja in dem kleinen Clip von heute Morgen schon gesehen. Also meistens ist es der Fladdy, der den Rexi antatzt. Manchmal motiviert auch der Rexi den Fladdy, aber meistens fängt der Kater an. Und ich habe manchmal schon immer Angst, ja, vielleicht wird dem Fladdy das zu viel. Dann schiebe ich den Rex mal weg, schiebe ihn zur Seite, aber dann kommt der Fladdy wieder angerobbt und will weitermachen. Also anscheinend hat der Fladdy da Spaß dran. Und ist ihm ja auch gegönnt, denn Juna spielt ja eben nicht mit ihm. Juna sitzt übrigens, keine Sorge, die hat sich nicht versteckt, die sitzt da und beäugt das doch eher skeptisch. Und Fladdy kann sich austoben. Aber bitte nicht hinter mir, also bitte nicht das Studio abreißen, Freunde. Vorhin hat der Rex versucht, unter das Bett zu kriechen. Fladdy versteckt sich immer unterm Bett und kommt dann vorgerobbt und da kommt dann eben die Pfote vor. Und der Rex passt nicht unter das Bett, da hat er ganz, ganz komisch geguckt, was der Fladdy jetzt macht. Aber unter den Sessel passt er offensichtlich. Wenn euch das übrigens interessiert, so ein bisschen das Leben der Chefredaktion, was die so abziehen, dann kann ich euch daher gerne auch ab und an so kleine Videos für heute Morgen hochladen, wenn ihr das sehen wollt, weil das ist teilweise wirklich sehr, sehr niedlich. Wenn es jetzt komische Geräusche gibt, ihr wisst, da wird gespielt, da wird ein wenig getobt. Und wir machen weiter, lasst euch davon bitte nicht beirren. Ich versuche es auch einigermaßen auszublenden, auch wenn es schon sehr, sehr süß ist. Aber das wird uns wahrscheinlich noch häufiger passieren, dass die beiden spielen. Das heißt, wenn ihr da Videos von haben wollt, dann lade ich euch auch mal so 2-3 Minuten kurz einfach so spontan hoch wie heute Morgen. Es war heute Morgen ja das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sie gespielt haben. Deswegen habe ich direkt die Kamera raufgehalten. Aber das machen sie den ganzen Tag. Also offensichtlich sind sie sich da jetzt einig, dass es Spaß macht, zusammen zu spielen. So, wir erleben also eine weitere Hexenjagd, weil ein ehemaliger Experte, der ja bisher fast schon immer doch
ziemlich hoch gehypt wurde, weil der mitgeteilt hat, Moment, liebe Leute, euer ideologischer Maulkorbwahn, das ist mit der Realität nicht ganz so gut zu vereinbaren. Dazu kommt ja noch, dass es sich bis auf Österreich kein anderes Land auf dieser Welt gibt, was mir bekannt ist zumindest, wo eben jene arbeitsheiligen Maulkörbe vorgeschrieben sind, also die mit der gewissen Kennzeichnung. In allen anderen Ländern, die ich kenne, ist es so, da reicht der Schal, da reicht, was weiß ich, ein Halstuch, ist scheißegal, kann man selber stricken, juckt keine Sau. Aber in Absurdistan nicht in die Flasche beißen. In Absurdistan, wo man ja, Hunderttausende von diesen Dingern gekauft hat, auf Steuergelder, auch ja, aus Steuermitteln, ja, da muss man natürlich schauen, dass man die Dinger irgendwie losbekommt. Da müssen die Dinger eben dann der Bevölkerung aufgezwungen werden. Wie steht man denn sonst da? In Österreich sieht es ja nicht viel anders aus. Aber wenn ihr rüber nach Tschechien fahrt, ich scheiß drauf, wo theoretisch Maulkorb ist, praktisch scheißen die meisten eh drauf, aber wo theoretisch Maulkorb ist, da reicht es, wenn man den Schal um hat, also um Hals hat. Habt ihr ja durchaus auch in Rumänien mitbekommen, aus erster Hand, als wir Zug gefahren sind und solche Sachen. Also Absurdistan und Österreich sind die einzigen beiden Länder, die mir bekannt sind, die einen besonderen Maulkorb vorschreiben. Könnte man jetzt auch überlegen, warum ist das der lukrativste Absatzmarkt für die entsprechenden Lobbyisten? Wir wissen ja, der ein oder andere Politiker hat sich da ja auch dumm und dämlich dran verdient. Oder die Verwandtschaft der Politiker, die sind entsprechend im Maulkorb Import-Export aktiv, haben die Dinger produziert und haben dann auch über den kurzen Dienstweg die Aufträge an die Ministerien zugeschustert bekommen. Ja, muss man nichts weiter zu sagen. Vetternwirtschaft pur, aber interessiert ja keinen mehr. Ist ja mittlerweile alles völlig normal und absolut demokratisch. Im besten Absurdistan, das wir jemals hatten. Früher sind solche Politiker übrigens wegen Korruption in den Knast gegangen. Wenn man Absurdistan, dann gibt es dafür noch ein Bundesverdienstkreuz. So, also mal schauen wir als nächstes nun, der neue Buhmann ist, der durchs Dorf getrieben wird. Es wäre ja mal lustig, wenn der Trostnocchio mal was Böses sagt. Das möchte ich dann sehen, wie sie dann abgehen bei Twitter, wenn ihr Papst persönlich mal was sagt, was ihm nicht in den Kram passt. Denn das ist ja das Lustige an der Sache. Was macht ihr denn? Das ist ja das Lustige, die Leute sind immer nur so lange lieb, solange sie das sagen, was der wütende Ideologenmob gern hören möchte. Wenn dann einer ihrer einzig wahren Wissenschaftler mal was anderes sagt, dann ist er plötzlich kein Wissenschaftler mehr. Dann sind sie frustriert, dann suchen sie sich einen anderen Papst und dann ist plötzlich der bisher für die einzig wahre Wissenschaft stand, ein Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker und dann hört ihm keiner mehr zu. Steckst du unterm Sessel fest? Naja, fast. So, schauen wir nochmal zu einer anderen Meldung, auch vom Redaktionsnetzwerk, also vom RND. Die wollten nämlich auch wissen, das wird jetzt schwierig, da einen Link zu finden, DJ. Die wollten auch wissen, in so einer Umfrage, wie viele Leute denn überhaupt noch Angst vor der Zombie-Seuche haben. Die haben ihre Leser immerhin 127.712 Abstimmungsergebnisse gab es vorhin, die haben ihre Leser befragt, haben sie denn auch Angst, die Zombie-Seuche zu bekommen? Und wenn wir uns daran erinnern, wie das vor einem Jahr ungefähr aussah, da war der Stand so bei 80%, die haben sie ganz, ganz große Angst gehabt, die Zombie-Seuche zu bekommen. Oder 70% oder 60%. Schafft ihr das? Also ignoriert das Spektakel hinter mir einfach. Also da war eine riesengroße Mehrheit sehr, sehr in Angst und Panik versetzt. Das hat sich komplett umgekehrt. Selbst beim RND, SPD-nah, ziemlich, naja, ideologisch verblendet, selbst da sind nun 56% der Leser bei einem ganz klaren Nein angelangt. 56% der Leser sagen, nein, wir haben keine Angst, uns die Zombie-Seuche zu holen. Sind gerade einmal noch 32? Ich kann meine Schrift wieder nicht lesen, nee. 12%. Nee. Doch 32%, die noch ein bisschen Angst haben und 12%, die hängen irgendwo dazwischen und wissen es nicht genau. Also das hat sich komplett verkehrt. Die meisten Leute, die noch vor irgendwas Angst haben, die geben zu Protokoll, dass sie Angst davor haben, sanktioniert zu werden, dass sie Angst davor haben, verfolgt zu werden von entsprechenden absurdistanischen Behörden. Die haben Angst, wirtschaftlich und sozial ins Ausgeschoben zu werden, ihre Existenzen zu verlieren. Das ist die Angst der Menschen aktuell. Die meisten, auch die ich kenne eine Person, die hat Angst vor Zombie, war andere nicht. Die meisten Leute, die man so im Alltag trifft, die sagen, sie machen mit, weil sie Angst haben, bestraft zu werden. Nicht, weil sie Angst haben, sich die Zombie-Seuche zu holen. Und das lässt ziemlich tief blicken. Bei einer echten Pandemie, wo es wirklich Millionen Betroffene, Hunderttausende Tote gibt, was ja angeblich so sein soll, also wie gesagt, naja, schaut euch um im realen Leben und lasst Politik und Medien mal außen vor, was kriegt ihr da mit von der tödlichsten Gefahr der Menschheitsgeschichte? Ja, richtig. Wenn es tatsächlich eine große Katastrophe gäbe, vergleichbar mit der Pest oder so, da wären doch alle Menschen
froh darum, wenn sie sich in Sicherheit bringen können, wenn sie ein Medikament bekommen, was hilft, wenn es etwas gibt, um die größte Krise abzuwenden. So setzt aber eben erstmal eine große Krise voraus. So, man sieht relativ gut daran, dass die Bevölkerung offensichtlich nur noch mitmacht, weil sie Angst vor der Regierung hat, dass da offenbar das Narrativ, das Gewünschte, nicht mehr so gut vorhanden ist. Ja, die Leute unterwerfen sich, aber die Leute unterwerfen sich aus Angst vor Verfolgung, nicht aus Angst vor Zombie. Haben sie also die letzten 2 Jahre einfach totlaufen lassen, die Angst und Panik. Sieht man auch an den Reaktionen in sozialen Netzwerken. Da kommen ja mittlerweile eigentlich nur noch lachende und wütende Smileys. Früher gab es immer noch so Herzchen-Smileys und weinende Smileys, alle tief betroffen. Ist ja komplett ins Gegenteil verkehrt. Also da hat ja kaum noch irgendjemand wirklich Angst. Die, die immer groß auf Zeugen, ihr wisst schon, was machen, die wollen in aller Regel alle anderen nur unterdrücken. Die finden es geil, andere zu dominieren. Die können es nicht ertragen, dass sie ihre eigene Vormachtstellung wieder verlieren. Und deswegen sind die so voll radikal dabei und wollen da jedem aufzwingen, das zu machen, was diese Leute halt wollen. Die haben selber auch meistens keine Angst vor Zombie. Denen geht es einfach darum, sie können sich jetzt moralisch überlegen fühlen, das finden sie gut, da haben sie mal was im Leben. Und deswegen darf das unter gar keinen Umständen enden. Hat man jetzt auch bei der Maulkorb-Hetzjagd auf den Herrn Schmidt-Schanassek gesehen. Denen geht es einfach nur darum, dass ihr Symbol der Angst weg ist, dass sie niemanden mehr anscheißen können auf der Straße. Wenn da keine Maulkörbe mehr vorhanden sein müssen, da gibt es halt keinen mehr, den sie doof anblöden können. Und das ertragen diese Leute nicht. Und deshalb drehen sie so am Rad. Jetzt schreibt Juli, kann man nicht ignorieren. Ich weiß nicht, ob du die Paranoia-Piloten oder die Kollegen hier im Hintergrund meinst, aber jetzt scheint Ruhe eingekehrt zu sein, und zwar mitarbeiterübergreifend. Juna nimmt ihre Aufgaben als Chefin wahr und beobachtet das Spektakel. Fladdy liegt entspannt auf dem Musikdingstuhl und der Rexy liegt unterm Sessel. Jetzt hat er seinen Namen gehört. Also gerade noch wie die wilde Jagd hier durchs Studio gerast und jetzt liegen sie beide ganz brav da. Offensichtlich auch im gleichen Moment, also die scheinen sich wirklich gut eingependelt zu haben. Solange sie Bock drauf haben, spielen sie rum und dann fallen sie beide um und sind platt. Ja, sind auch beide noch relativ jung. Jetzt ist der Fladdy ja eigentlich sogar schon der Ältere. Fladdy hat ja schon im April Geburtstag, der Kleine erst im September. Aber sie passen offensichtlich sehr gut zusammen und Jujunskaya beobachtet alles aus der Ferne. Die hat sich vorhin übrigens sehr gefreut, als Fladdy und Rex im Wohnzimmer gespielt haben. Also wir haben ja, wie gesagt, den ganzen Tag schon rumgerödelt. Da kam nämlich Juna. Juna hat sich im Bett lang ausgestreckt und dachte sich ja, hey, meine Ruhe. Die fand das ganz gut. Also die kommt dann immer halt dann zum Knuddeln, wenn die anderen beiden gerade beschäftigt sind. So, wir haben aber noch 2 Meldungen, denn wir müssen uns noch das 2. große Tagesthema anschauen. Und zwar geht es mal wieder um die Situation des Handels. Die ist ziemlich beschissen, das wissen wir. Und nun hat die Bild-Zeitung mitgeteilt, dass die Händler, die Handelsverbände jetzt schon ganz offen mitteilen, dass das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist. Das Weihnachtsgeschäft können wir uns schenken, ist ein Zitat. Denn, was ist der Grund dafür? Ja, haben wir schon drüber geredet. Kein Mensch hat Bock, als Doppeldödel mit Maulkorb einkaufen zu gehen. Das Weihnachtsgeschäft lebt von der Stimmung der Kunden. Das heißt, man flaniert durch die Fußgängerzone, guckt mal da ins Schaufenster, guckt mal dort rein, geht in dem Laden, nimmt da ein paar Sachen mit und so weiter und so fort. Das ist halt oft so ein bisschen so ein Spontankauf. Man geht bummeln. Aber bummeln geht man nur, wenn man Lust drauf hat. Bummeln geht man mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten, macht sich einfach einen schönen Nachmittag, trinkt eine heiße Schokolade, guckt auf den Weihnachtsmarkt vorbei und packt sich die Tüten voll, damit man die Geschenke hat. Normalerweise. Es geht aber keine Sau oder fast niemand, erst ein Pharmaprodukt sich aufzwingen lassen, dann auch noch mit dem Maulkorb durch die Läden, um sich dann unter fast schon Strafanstaltsbedingungen ab und an da und dort mal was kaufen zu dürfen, aber auch nur, bis der nächste Blockwart hinten steht und dann wieder anfurzt, weil man vielleicht weniger als 1,50 an ihm vorbeigegangen ist. Da hat keiner Lust drauf. Und das kriegen die Händler ganz massiv zu spüren. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ja, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das haben die Verschwörungstheoretiker von Anfang an prophezeit. Tut mir jetzt leid für die Händler, klar. Tut mir leid für den Mittelstand, für kleine Unternehmen, die es ja in vielen Fällen auch noch gibt, die in den Innenstädten eben von der Laufkundschaft leben. Aber ihr hattet die Möglichkeit, dagegen zu agieren, und zwar fast 2 Jahre lang. Ihr hättet politisch Druck machen können. Wenn man aber als Händler, als Handelsverband jeden Irrsinn mitmacht, seine Kunden anfurzt, weil sie keinen Maulkorb haben und die ganze Scheiße, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kunden einfach ausbleiben. So, ein kleiner Konsument hat nicht die Macht, was politisch zu verändern. Ein kleiner Konsument kann nur durch sein Fernbleiben signalisieren, dass er damit nicht einverstanden ist. So, da
Da hätten die Händler damals reagieren müssen, mitteilen müssen, über ihre großen Verbände, über ihre Arbeitgebervertretungen. Moment, liebe Politik, so nicht. Das nehmt ihr sofort zurück. Sonst gehen wir auf die Barrikaden. So, dass sich der Handelsverband jetzt aber hinstellt und fordert, dass man doch allen eine heilige Kuh aufzwingen soll, das ist genau das falsche Signal und wird nicht dazu beitragen, dass irgendjemand wieder freiwillig bei diesen Läden kauft. Denn es ist... Also das schließt sich ja von selbst aus. Man möchte jetzt Menschen zu etwas zwingen, was diese Menschen nicht wollen, damit sie anschließend bei einem im Laden Geld ausgeben. Nee, ich lasse mich doch von irgendeinem Handelsverband nicht zu irgendwas zwingen und schleppe dessen Mitgliedern dann auch noch mein Geld hin. Definitiv nicht. Die sehen dann von mir keinen Cent mehr und das sehen 100.000 andere Menschen in Absurdistan ganz genauso. Und das ist nun keine Verschwörungstheorie, da gibt es auch durchaus belastbare Zahlen. Es sind wohl, Pi mal Daumen, jetzt bundesweit gesehen, etwa 30% weniger Menschen, die die Innenstädte besuchen. Also 30% weniger Fluktuation generell in den Innenstädten, weil halt einfach keiner mehr reinfährt. Und ich habe nun gerade das beste Beispiel, so aus dem Nähkästchen. Ich wäre jetzt am liebsten, theoretisch, also wenn jetzt nicht, wenn kein Irrsinn wäre, hätte ich den Kleinen ins Auto gepackt, wäre ich mit dem zum Fressnapf gefahren. Hätte mir alles, was ich brauche, beim Fressnapf gekauft, wären locker 200-300 € zusammengekommen. Ausstattung, Futter für eine Weile und sowas. Das muss sich auch lohnen, wenn man hinfährt, man will ja nicht jede Woche fahren. Also ich hätte locker 200-300 € beim Fressnapf gelassen für die Ausstattung für den kleinen Hund. Er braucht eine gute Leine, braucht eine Schleppleine, braucht einen Kürbchen, braucht eine Transportbox, wenn er mal irgendwo ja, nicht im Kofferraum fallen kann, sondern in der Box sitzen muss, im Flugzeug oder sowas, kann ja alles mal sein. Spielsachen braucht er, dann braucht er eben Welpenfutter, muss ich euch nicht erklären, ein kleiner Hund, der braucht halt ein paar Sachen. So, genauso wie ich da denke, denken 10.000 andere Tierbesitzer genauso. So, sind also durchaus ein paar tausend Euro pro Tag, die eben jenem Handel aktuell verloren gehen. So, warum gehen die dem Handel verloren? Weil ich die Sachen, die ich brauche, nicht etwa beim Fressnapf bestellt habe, ganz bewusst nicht. Ich hätte mir die natürlich da bestellt, wo Absurdistan so wenig wie möglich vom Kuchen abbekommt. Jetzt wird gleich wieder gewettert, how dare you? Ja, ich habe die Sachen bei Amazon bestellt. Warum habe ich die bei Amazon bestellt? Weil die in aller Regel nur das Minimum an Abgaben in Absurdistan zahlen, was irgendwie möglich ist. Das heißt, ich will dafür Sorge tragen, dass von meinem Geld so wenig wie irgendwie geht, in die Taschen dieser Politiker rutscht. Ja, deswegen habe ich bei Amazon bestellt. Alles, was ich brauche, kommt jetzt morgen an und übermorgen an. Dann habe ich alles hier. Hätte ich auch durchaus mit einem schönen Einkauf im lokalen Laden erledigen können. Hätte ich gerne gemacht, aber nicht mit Maulkorb und auch nicht mit einem Pharmaprodukt, was ich nicht haben will. Also, so viel zu dem Thema. Deswegen, alles bestellt, hat sich der Handel selbst zuzuschreiben. Warum haben sie sich das selbst zuzuschreiben? Weil sie geschwiegen haben, weil sie ihre Kunden unter Druck gesetzt haben, weil sie die Leute erpressen wollen. Und da mache ich, es tut mir leid, nicht mit und direkt sie auch nicht. Da bestellen wir unsere Sachen halt einfach. Ist in vielen Fällen sogar noch günstiger. Na, ich habe mir vorher alles zusammengegoogelt, was ich haben wollte und die Sachen habe ich dann entsprechend auch bei Amazon gefunden. So, aber jetzt soll es ja nicht um Amazon gehen, einfach nur... Oh, ein kleines Beispiel, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Verbraucher denken, sehr, sehr viele Konsumenten denken, auch viele denken, die dann zu Weihnachten Pakete oder Geschenke unter den Baum legen wollen, die werden wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht flanieren gehen. Die werden sich vorher überlegen, was sie haben wollen, machen sich da ihre Gedanken und dann bestellen sie die Sachen. Und das ist absolut berechtigt. Aber es gibt noch was, ja, fast schon Positives aus der Richtung, denn die Rheinpfalz hat mitgeteilt, das heißt wirklich so die Rheinpfalz, so eine pfälzische Zeitung, die haben vermeldet, dass die Handelskette, die ist es ein Supermarkt, nicht so richtig, die Geschäftskette Woolworths, dass die nun klagen. Das ist so ein, weiß nicht, wie nennt man das, so ein Kramladen, da gibt es irgendwie alles und nichts. So, ist eine relativ große Kette, gibt es bundesweit in jeder größeren und oft auch in kleineren Städten, sowas wie so ein Euro-Shop-Ding. Ich will es jetzt nicht schlecht machen, nur so damit er versteht, worum es geht. Ich mag das immer ganz gern, kann man so ein bisschen Klimbim kaufen. Und die ziehen nun vor Gericht und zwar im Eilverfahren. Die wollen die Doppeldödel-Regelung in NRW, in Nordrhein-Westfalen, kippen. Und zwar vor dem Oberlandesgericht in NRW. Ja, das Gericht hat mitgeteilt, na, diese Woche gibt es noch keine Entscheidung. Aber es ist möglicherweise davon auszugehen, dass die Entscheidung noch nächste Woche kommt. Denn es geht ja ums Weihnachtsgeschäft. Weihnachtsgeschäft muss halt vor Weihnachten stattfinden und wenn das 3 Tage vor Weihnachten dann kommt, dann ist halt zu spät. Das ist also wirklich durchaus eine Eilsache. Das muss schnell verhandelt werden, weil Unternehmensgegenstand nun mal Klagegegenstand Weihnachtsgeschenk ist, Weihnachtsgeschäft ist. So, und wenn das gekippt werden sollte, also das Problem ist ja, dass Gerichte meistens durchweg politisiert sind mittlerweile in Absurdistan, aber wenn das gekippt werden sollte, dann bedeutet das, dass ganz Doppeldödel in NRW wieder zurückgenommen werden muss.
Aber klar, da hat die Politik natürlich kein großes Interesse dran. Und wir wissen ja, wenn man das kleine Habert nur brav füttert, dann ist zumindest das Verfassungsgericht schön auf Linie. Wie das nun ausschaut beim Oberlandesgericht in NRW, das werden wir sehen. Aber es gibt zumindest einige Händler, die klagen gegen den Irrsinn. Ja, jetzt wäre es natürlich auch schön, wenn diese Händler dann ihre Kunden nicht diskriminieren würden, aber das trauen sich dann halt meistens doch wieder nicht. Denn bei der ganzen Angst- und Panikpropaganda haben sie ja bisher alle brav mitgemacht, ist also jetzt ein bisschen später Einsicht. Aber wenn das in einem Bundesland gekippt wird, die schreibt nämlich gerade leider nicht bundesweit, wenn das in einem Bundesland gekippt wird, kann es gut sein, dass die anderen nachziehen. Aber das setzt natürlich erstmal eine entsprechende Gerichtsentscheidung voraus. Vielleicht weisen sie das Eilverfahren ja doch wieder ab und schieben sie es auf ein Hauptverfahren für das Weihnachtsgeschäft 2025 oder so. Aber warten wir mal ab, was dabei rauskommt. So, jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Ich muss die Redaktion aufräumen, denn ich habe hier extra wenige Themen zusammengesucht. Schaut euch das mal an, wie es hier aussieht. Also, Rexi hat die ganze Arbeit geleistet. Rexi, der knallt dir gleich ein. Ja, da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, das ist, glaube ich, eindeutig. So, wir machen erstmal Schluss. Ich denke, dass wir uns nachher nochmal sehen. Ja, du passt da nicht drunter, du steckst da fest, da musst du gar nicht piepen. Aber der Flatti, der animiert ihn auch immer wieder. Immer wenn der Rex dann zurückgeht, da kommt dir wieder die Pfote vom Flatti, er will er weitermachen. Naja, sind halt beides Kleinkinder und das merkt man ihnen auch an. Hm, Rexi? Die schlafen übrigens auch nebeneinander. Die lagen, also der Kleine hat ja eh einen halben Nachmittag gepennt, die lagen alle beide im Bett. So im Abstand von 30 cm. Ab und an kam mal die Tatze vom Flatti zum Rex oder mal die Pfote vom Rex zum Flatti. Und wo haben sie da gepennt? Mal eingerollt, mal lang ausgestreckt. Also richtig, richtig süß. Habe ich vorhin noch ein Foto von gemacht. Naja, die kommen klar. Flatti freut sich. Ist auch mal ganz lustig, wenn wir reinkommen vom Gassi gehen. Flatti wartet immer direkt an der Tür. Also Flatti steht vor der Tür und kommt dann gleich zur Begrüßung. Und ja, Rexi begrüßt seinen Flatti. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn sie größer sind, denn der Rexi wird ja doch ein ziemlicher Wuchtbrumme und Flatti ist ja auch nicht der kleinste Kater, also vielleicht gleicht sich das dann wieder aus. Flatti wird ja auch ein großer, also vielleicht ziehen sie das auch durch, bis sie richtig erwachsen sind und vielleicht kommt der Flatti dann später auch mal mit raus Gassi, wenn der Rex ordentlich schön läuft und nicht mehr im Babymodus ist. Aber das müssen wir dann nächstes Jahr im Sommer mal schauen, vielleicht können dann Rexi und Flatti zusammen Gassi gehen. Denn der Flatti geht ja ganz gern raus und wenn er noch so einen Kumpel mit dabei hat, dann passt es vielleicht. Jetzt tatzt er ihm wieder. Gut, jetzt ist der Rexi weggegangen. Jetzt hat der Flatti ihm wieder auf die Rübe getatzt. Ja, die Chefin sitzt und weiß nicht, was sie davon halten soll. Aber sie ist mit am Start. Ist nicht so, dass sie jetzt irgendwo oben unterm Sofa hockt und Angst hat. Nee, die will schon dabei sein. Ist nicht unbedingt so begeistert vom Rex, wenn er rumtobt. Aber Juna ist durchaus, ja, die kennt ihren Platz. Die hat ihn ja direkt unterworfen gestern schon. Der Rex ist ja gleich umgefallen, als Juna kam. Hat gequiekt, als die Pfote ihm eine übergezogen hat. Traut sich doch nicht ran an Juna. Also die haben das geklärt. Juna weiß, dass sie die Chefin ist. Und es ist immer ganz lustig. Ich habe ja relativ kleine Durchgänge von oben vom Flur zur Wohnzimmer oder zur Küche. Und wenn der Rex im Flur sitzt und sieht, dass Juna in die Küche geht, dann wartet er im Flur, bis Juna aus der Küche wieder rauskommt. Und dann geht er im Riesenbogen um Juna rum in die Küche. Also das ist sehr, sehr süß. Ein Riesentier hat Angst, an der Katze vorbeizulaufen. Naja, lasst euch trotzdem nicht ärgern von dem ganzen Irrsinn. Warten wir mal ab, was weiter noch so los ist in der Redaktion. Ich räume jetzt hier erstmal auf, das Klopapier. Ich hoffe, dass wir nachher noch ein Late-Night machen, wenn ich vorher nicht einschlafe, dann vielleicht auch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht pennt der Rexia dann wieder und ist ein wenig ruhiger und randaliert nicht im Hintergrund. Ich bin froh, wenn die Spielsachen morgen ankommen. Bisher dann nämlich nur so Gummispielzeug, Ball und so ein Gummikauding, aber das interessiert ihn überhaupt nicht. Morgen gibt es dann so ein Seilkauding, die werden ja meistens besser angenommen, dann kann er das zerfleddern. Und ja, Flatti, dann ist dein Spielzeug auch wieder in Sicherheit. Hat nämlich vorhin schon versucht, mit den Katzenrollen rumzuspielen. Juna und Flatt haben so ein Katzenminze-Kissen, also jeder halt so eine Rolle. Und noch so andere Katzenminze-Spielsachen, da hat der Rex auch schon versucht, damit rumzuspielen. Da hat der Flatti auch komisch geguckt. Da hat der Rex dem Flatti immer diese Rolle hingehalten, so nach dem Motto, zieh doch mit mir. Aber mitgezogen hat er Flatti nicht, das hat er dann doch nicht verstanden. Naja, bis später dann, mal schauen, was heute in Absurdistan noch so abgeht. Und klar, wie immer, denkt dran, immer wieder die Frage stellen, was bleibt von der tödlichsten Gefahr der Menschheitsgeschichte noch übrig, wenn wir Politik und Maßnahmen und die Medien einfach mal rausnehmen aus der Gleichung. Was würde man dann noch mitbekommen von der ach so schlimmen Gefahr? Jetzt mache ich mir erst noch was zu futtern, denn die Herde, die hat ja schon gefressen, aber ich noch nicht. Deswegen bis dann.